Wie ich in der letzten Folge musste feststellen, besteht meine Altersvorsorge aus einem Glas lauwarmem Wasser. Ich sollte mich also nach einem Plan B anfangen umschauen. Ist für mich mit 45 der Zug dann schon abgefahren oder muss ich einen Weg bis an mein Lebensende arbeiten? Ich sehe es positiv. Wenn du bis 70 schaffst, dann ist die Lebenserwartung bleibt bei 83. Du hast nur 20 Jahre von Leben, nur noch 13. Guter Punkt. Aber vielleicht wollte ich dann irgendwann doch aufhören zu arbeiten. Bekanntlich steht Altersvorsorge in der Schweiz auf 3 Säulen. AHV, Pensionskasse und freie Vorsorge. Für Selbstständige ist nur die AHV obligatorisch. Was habe ich als Selbstständige jetzt noch für Möglichkeiten, um fürs Alter vorsorgen? Um das herauszufinden, treffe ich den Experten. Wir sind wieder bei der BLKB, beim Björn Kuhni, und wir wollen uns genauer anschauen, was es für Vorsorgelösungen gibt. Es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Also fangen wir an bei der zweiten Säule. Du könntest dir eine Pensionskasse anschließen. Du willst dort Beiträge zahlen aufgrund von deinem Lohn. Du willst dann ein Alterskapital haben bei der Pensionierung und daraus bekommst du eine Rente. Als Selbstständiger ist man nicht automatisch einer Pensionskasse angeschlossen. Man kann sich aber im Prinzip später noch einkaufen. Aus dem angesparten Kapital bekommt man dann eine Rente bis ans Lebensende. Ganz egal, wie alt man wird. Wenn du sehr alt wirst, dann finde ich die Pensionskasse blöd. Ja. Also, dann schaue ich jetzt mal nach einer Pensionskasse, die mich aufnimmt. Die Frage ist, ob du in deinem Beruf, in deinem Job einen Anschluss findest. Schau, da bin ich, hätte ich gerne einen sauberen Anschluss, möglichst günstig, möglichst attraktiv. Dann haben die vielleicht nicht so viel Interesse an dir. Und dann wird für dich plötzlich eine individuelle Lösung sehr teuer. Zu allem Elend an fehlen mir ja dann auch noch ziemlich viele Beitragsjahre. Um auf eine monatliche Pension von 2'000 Franken zusätzlich zu kommen, müsste ich also bis zu meiner Pensionierung etwa 500'000 eingezahlt haben. Was für eine Lösung wäre denn ideal für Selbstständige, die, sagen wir mal, kleinere Brötchen backen? Ich empfehle dir sicherlich mal so zu starten, dass du Säule 3 anfängst zu machen. Der Vorteil, den du beispielsweise über ein Konto 3a hast, du hast dich nicht verpflichtet, einen Beitrag zu zahlen. Also hättest du jetzt mal ein Jahr oder ein bisschen knapp dran bist, dann zahlst du halt etwas weniger als die 20% von deinem Einkommen. 3a Vorsorgelösungen gibt es bei Banken und Versicherungen. Wie verschieden sind diese Angebote? Ja, der Unterschied ist ganz klar. Bei der Bank hast du quasi ein Sparkonto. Das heisst, du zahlst jeden Monat, jedes Jahr ein und hast am Tag X auch den Betrag X. Bei der Versicherung schließt du von vornherein einen Vertrag ab. Mit einer fixen Laufzeit, einer gewissen Anzahl Jahre, mit einer festgelegten Prämie. Und dementsprechend hast du vom Anfang an eigentlich wie ein Leistungsversprechen. Meistens hat man auch noch einen Todesfallschutz drin. Da würde der Hinterbliebene das auszahlt, was man sonst bei Auszahlung im Erlebensfall würde bekommen. Oder es gibt auch, dass die Versicherung für einen die Prämienzahlung übernimmt, falls man invalid würde, bevor man alle Beiträge geleistet hat. Es ist ein Absicherungsnetz nochmal dahinter, aber dafür der Sparteil nicht so 100% effizient ausgeschöpft. Dann ist in dem Fall ein 3a-Konto bei einer Bank einfach ein Sparkonto. Oder kann ich da noch mehr rausholen? Also beim Säule 3a-Konto, wenn man das Konto selber einfach nimmt, das ist einfach kein Zinssatz. Das ist unwesentlich, sagen wir, im heutigen Zinsumfeld. Aber wenn ich dann den Weg gehe und das Geld probiere zu optimieren, bietet es sich für mich definitiv an, das auch in eine Anlagenlösung zu verpacken. Einfach auch, damit du von der Rendite kannst profitieren. Und noch ein Vorteil von privaten Vorsorgelösungen? Die Rendite, die du quasi hast, über einen Steuervorteil, wenn du Vorsorgebeiträge leisten kannst, ob jetzt in eine freiwillige Pensionskasse oder in Säule 3a, ist relativ hoch. Wenn man also 7'000 Franken in eine Vorsorgelösung einzahlt, kann man etwa 2'000 Franken Steuern sparen. Und wie funktioniert die Auszahlung aus der dritten Säule? Bei der Police wird es so sein, auf den Zeitpunkt des Verfalls. Mit dem Konto 3a bist du etwas flexibler. Entweder mit 65 oder spätestens, wenn du verschaffen kannst, aber allerspätestens mit Alter 70. Es gibt auch Auszahlung und es ist dann in deinem freien Vermögen. Auf dort aus schauen wir weiter, was machen wir jetzt damit. Du musst es in eine Rentenversicherung stecken, wo du auch wieder Jahr für Jahr die gleiche Rente bekommst. Oder hast auch in deinem freien Vermögen, und es gilt, das Vermögen strukturiert dann quasi zu verzehren. Für mich heisst das, es ist noch nicht zu spät, der Zug ist noch nicht abgefahren, aber für einen Sitzplatz in der Holzklasse müsste ich dann irgendwann mal ein Billett lösen. Es gibt vielleicht eine Lösung, aber... Die Lösung musst du dir vorher erarbeiten, du musst Vorleistungen bringen. Geld quasi investieren, ja, damit du nachher wieder Geld bekommst. Weil Altersvorsorge immer etwas mit Geldanlage zu tun hat, schauen wir uns in der nächsten Folge an, auf was wir uns da einlassen.